Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Es geht endlich los. Wer Part 2 vermisst, der war in... Ja, in was eigentlich? Im Livestream. Und ich nehme den Inkubus. Und er wird auch in den nächsten Tagen in die Playlist aufgenommen. Ich möchte ihn aber vorher zurechtschneiden. Deswegen gar nicht erst wundern, dass er noch gar nicht oben ist. Kommt noch. So, Inkubus hat eine tolle Fähigkeit, aber der Livestream ist oben. Er wird bloß nochmal als einzelnes Video hier reinkommen, in dem nur Isaac läuft. Damit ihr euch nicht wundert. Es lief so gut beim letzten Mal mit hier Lilith. Dann ist aber etwas Unvorhergesehenes passiert, nämlich ein Pokéball ist aufgetaucht und ich habe ihn gekauft. Und dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, dieser Pokéball hat mir alle Familias weggenommen. Und ohne Familias ist Lilith leider völlig unnütz. Lilith kann nämlich nur via Familia angreifen. Aber ihr Item dupliziert jedes Familia, das sie besitzt. Das kann im Endeffekt ziemlich übel werden. Und ich hoffe, das wird es diese Runde auch noch. Damit ihr es auch nochmal seht. Also beziehungsweise ihr habt es ja schon gesehen, hoffe ich. Ab dem nächsten Part werde ich da auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen, wer den Livestream nicht gesehen hat und nichts erklären, was im Livestream schon erklärt wurde. Weil dann ist es ja auch schon in der Playlist. Also, abgesehen davon, dass der Livestream auch in der Specials-Playlist drin ist. So, ich dupliziere nochmal. Und dann geht's gleich weiter mit Melia Fetti. So. Die Familias finde ich richtig klasse. Weil sie halt wirklich alles können. Naja, nicht alles, aber... Sie sind stark. Sie sind verdammt stark. So, gewonnen. Ach ja. Der Duke. So. Und wenn je mehr Familias ich kriege, desto übler wird sie. Und im Livestream hatte ich ja das Item, also ein Familia, ein Batteriefamilia, der ab und zu mal Aufladungen droppt. Und das ist dann richtig übel. Weil Lilith dann wirklich die Möglichkeit hat, jeden Raum sich zu vervielfältigen. Also mehrfach. Und da das Batteriefamilia auch vervielfältigt wird, wird das richtig übel auf Dauer. Wie hat überlebt? Ne, hat er nicht. Gut, holen wir uns das erste Mal den Deal mit dem Teufel. Oh, ich übersehe immer diesen Gegner, der sich da hinten versteckt. Du bist ein Familia. Ah, okay. Du hast coole Tears, aber du bist ein bisschen... Langsam, habe ich das Gefühl. Okay, ist aber nicht schlimm. Lucky Rook. Wenn ich Bomben hätte, wäre das richtig cool. Ja, ich löse es mal aus. Eine Bombe. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte es haben. Ich nehme jetzt erstmal den Schlüssel für die drei. Und nehme ich das hier mal. Okay, damit kann man Fliegen fangen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Top-Item schlechthin. Nämlich nur einen hiervon. Ich hätte nur noch mehr hätte. Das war doof, dass ich das gemacht habe. War echt doof. Oh, Shield Tears. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das protected uns nämlich verdammt gut im Nachhinein. Na gut, lassen wir es erstmal dabei gut sein. Lass mich in Ruhe, du hast eh keine Chance gegen mich. In Ernst hat er nicht. Kein Stück. So, zweite Ebene, die Caves werden noch schlimmer. Für unsere Gegner, versteht sich. Der ist ein bisschen langsam. Aber das muss nicht schlimm sein. Gegen einen Schlüssel kriege ich einen neuen Schlüssel und einen Spirit Heart. Ich glaube, das werde ich gerade mal machen. So, Spirit Hearts sind immer von Vorteil. So. Trails of Tears, ne? Ja, Trail of Tears. So. Na, kommt schon, Leute. Ich habe doch hier meine Unterstützung. Diese Geschütztürme mag ich nicht. Mag ich nie.
Nicht mal mit meinen unheimlich mächtigen Familiarfreunden. Oh, mehr Glück. Das ist schön. Mehr Glück kann man immer gebrauchen. So, der ist jetzt endlich mal weg. Dieser blöde Geschützturm. Geht einem immer nur auf den Keks. Und nächstes Mal vervielfältigen. Das ist klasse, weil wirklich so viele Gegner hier auch kommen. Jedes Mal werde ich bloß stärker. Ich hatte im Livestream auch noch dieses Nonnen-Outfit, dass jedes Mal, wenn ich getroffen werde, noch meine mein Item auflädt und den Quick-Charge. Das bedeutet, nach einem Nutzen ist er gleich wieder einmal aufgeladen. Das heißt, ich konnte wirklich ständig alle Nase lang vervielfältigen. Und da ist das, was ich hier habe an Armee, noch gar nichts. Aber der Kleine da, der wird irgendwie nicht mit vervielfältigt. Ich weiß auch nicht warum. Sehr kurios. Aber ist nicht so wichtig, weil ich brauche ihn nicht unbedingt. Verdammt, jetzt hat er mich doch getroffen, dieses Mistviech. So, den ersten Hammer. Ja, wo bist du denn? So, jetzt kommt noch so ein Vieh, was sich im Boden versteckt. Dadurch, dass ich auch meine Shield-Tiers habe, ist das auch nicht ganz so wild, was er hier treibt, aber ein bisschen schon. So, kommt dahin, wo er uns nicht richtig treffen kann. Wow, jetzt wäre ich beinahe reingerannt. So, komm. Weg mit dir. So, die Münzen nehmen wir natürlich auf und starten auch gleich das letzte... Oh! Jetzt hat er sich schon Achso, die vervielfältigen sich auch, aber da die immer synchron sind, sind sie immer im gleichen Feld drin. Das heißt aber, ein Schuss von ihnen ist natürlich vervielfältigt. Na komm. Das war's mit dir. Noch ein Deal mit dem Teufel. Das sind zwei Familiars, die ich kriegen könnte. Und ich glaube, ich nehme den auch. Auto-Turret Friend. Ich weiß, es war jetzt doof, weil ich es gemacht habe, aber ich wollte es so unbedingt. So, nehmen wir uns den. Du bist eine Damage-Spritze. Das ist eigentlich nicht so schlecht, aber ich hätte ganz gern den Schlüssel für die Zukunft. So, dann gehen wir nämlich gleich weiter. Wir halten uns hier gar nicht lange auf. Übrigens, die Träume sind immer die gleichen, die es schon früher gab. Das ist sehr, sehr schade, aber es gibt dafür sehr viele neue Elemente, die schön sind. Zum Beispiel das hier. Damage Up. Der Belt macht mich nur schneller, ist jetzt nicht unbedingt das Beste von allen Items. Und ich kann mich nicht sofort... Ich kann nicht sofort hier meine Leute vervielfältigen, das ist auch nicht schön. Aber jetzt geht das. Verdammt, und ich lasse mich auch noch treffen. Aber glücklicherweise habe ich ja einen vielfältigen Auto-Turret-Friend. Deswegen, jedes Familiar, das wir hier kriegen, macht es umso einfacher. Da Lilith wirklich jedes Mal eine Unmenge von Armee bekommt, wenn sie kämpft. Deswegen freue ich mich da auch so ein bisschen mal gegen The Lost zu kämpfen, wenn ich die... nicht gegen The Lost... gegen den Mega-Ultra-Greed zu kämpfen, wenn ich die Dings habe. Die Nonnenrobe, weil dann kann ich mir hier... Und diese... Wäre beim letzten Mal schön. Wenn ich das Set vom letzten Mal habe, dann gegen diesen Greed kämpfe, das wird übel, weil... Greed hat keine Chance. Wir vervielfältigen ständig unsere Armee und haben Unmengen von Leuten dann dabei. Und dann kann er gerne seine Tore aufmachen, weil das ist dann Greeds Armee gegen meine. Ihr seht ja hier, wie dieser Widow-Verschnitt da abgeht. Keine Chance.
So, wer spawnt als nächstes? Achso, nee, Widow hat hier noch seine ihre Compadre mitgebracht. Völlig unnütz. Oh, oh, das ist gefährlich. Das ist tatsächlich jetzt gefährlich. Mit dem Herz hatte ich es ja noch, also mit der Maske der Infamie hatte ich es ja noch nie so wirklich. Weil die auch, die ist verdammt übel. Ich glaube, wenn mich einer umbringt, dann ist sie es. Los, komm. Wenn das Herz kaputt geht, haben wir eine Chance. Okay. Achso, ich könnte nochmal vervielfältigen. Los, komm schon. Dämliche Maske. Ja, das wird was. Erledigt. Den Deal mache ich diesmal nicht, weil würde mich nur töten. Da oben ist zumindest schon mal ein Herz. Dann nehme ich hier noch ein Damage ab, aber ich hätte gerne ein HP ab. Das ist auch kein HP ab. Egal, nehme ich. Speed und Shot Speed ist auch okay. 5. Temperance auch noch. Ich habe eigentlich auf was Besseres gehofft. So, ich hoffe, die laden zumindest hier meine Viecher auf. Ah. Ist schon mal ein großer Vorteil. Dann hoffen wir mal auf ein HP ab. Andernfalls wird das hier ein relativ kurzer Part. Damage und Shot Speed. Kein HP ab. Oh fu. Ja, das war's jetzt. Das kommt, das machen wir nochmal. Das können wir besser. Das können wir echt besser. Jetzt sind wir zwar ein Stück langsamer noch, aber wir kriegen gleich wieder Damage und Shot Speed. Das ist doch auch schon was. Und wir beginnen ja zumindest mit 2 von unseren Inkubi. Also wenn wir wieder das Set, das ich beim ersten Mal, als ich sie gespielt habe, kriegen, dann kaufe ich nicht diesen vermaledeiten Pokéball. Da ich ja jetzt weiß, dass das Schwachsinn ist. Und ja, dann hat Greed echt ein Problem. Achso, vervielfältigen, damit wir das nicht einmal verschwenden. Hier, jede Aufladung zählt. Wollen wir ja auch so viele, so eine große Armee haben, wie es nur möglich ist. Ah. Gibt's ja nicht. Diese Anusse, das spawnen übrigens gelbe Fliegen, was ich sehr verstörend finde. Ja, das ist. Isaac ist wirklich Konzentration pur. Man glaubt es nicht. Also klar, wer Isaac schon gespielt hat, glaubt es, aber Außenstehende glauben es meist nicht. So, Geld einsammeln und weiter. Und ich habe es natürlich wieder deaktiviert und dabei ein halbes Herz verloren, ich Depp. Den Brimson, den dieses Vieh schießt, gefällt. Der Brimson gefällt mir nicht. So. Ist doch auch nichts anderes als ein Monstro. Das ist der graue Monstro, aber der ist doch auch kein Problem. Achso, ich könnte nochmal vervielfältigen. So, komm. Und jetzt noch den Deal. Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen übermütig mit meiner Armee. Aber ich denke, dass. Hat auch so sein gutes Recht. So, die eine Kacke noch, damit die uns gar nicht erst in die Quere kommt. So, schwarze Kacke. Besiegt. Und der Deal. Ein kleines Vermehr gekommen. Nehmen wir mit. Jetzt brauche ich aber dringend wieder HP-Ups. Sind keine hier. Das ist schade. Und kein Reroll-Automat oder eine Bombe. Steam Sale könnte hier echt von Bedeutung sein. Nehme ich auf jeden Fall das da, obwohl doch ist eine Bombe hier und ich nehme das da noch und jetzt könnte ich mir sogar noch ein Item kaufen, ein Range Up, wenn ich es möchte. Body Blank Card. Ich nehme das Range Up und dann nehme ich noch das hier. Die restlichen Münzen behalte ich.
Oh, das sieht gut aus. Also der Steam Sale, der bringt uns schon weiter. Dass jetzt alles billiger ist, ist gut. Gucken wir als erstmal, was wir für Items kriegen. Ey, der Ground Sight, das ist cool. Und ja, Shot Speed und Range und Evil Up. Die Red Candle ist eigentlich ein gutes Item. Oh. Best Friends Rule. Das ist super. Jetzt sind die nämlich größer und stärker. Und das ist für unsere Gegner jetzt ziemlich doof. Das heißt, es werden nicht nur mehr, es werden auch mehr super starke. Muhahaha. So. Immer so ein Auge drauf haben, dass die Energie auch schön nicht verschwendet wird. Aber man merkt doch, dass Sister Maggie, die ich hier aus dem Tee gezogen habe, nicht so stark ist wie die Inkubi. Soll vielleicht mal das Geld einsammeln. Ich meine, selbst wenn wir hier Preisreduktion haben, müssen wir trotzdem auf Geld achten. So, Mega Fetti. Ich fürchte, das war's für dich. Also, der hat, glaube ich, auch keine hohe Lebenserwartung. Verdammt, und ich lasse mich auch noch treffen von dem einen Mistding. Muss ich mir neue Spirit Hearts kaufen? Oh, super. Piep und Monstro. Das sind zwei Gegner, die ich... Also, Monstro normal kein Problem. Aber in Kombination mit Piep eher unlustig. Weil beide halt so rumspringen können. Und zwei springende Gegner habe ich sehr, sehr ungern auf einem Haufen. Ich habe eigentlich auf einen Angel-Deal gehofft. Vervielfältige ich die auch? Spirit Heart. Erstmal. Fühle ich mich irgendwie wohl damit. Dann nehme ich hier noch eine Karte. Ist das ein One-Up-Pilz? Den nehme ich auf jeden Fall. Matchbook. Nee. Das und dann nehme ich noch einen Schlüssel. Und ich glaube, ich nehme sogar noch eins. Es ist besser. So. Mal gucken, was hier so drin ist. Oh! Bomb Bag und ein Range Up. Ihr Fleischzombies. Ich glaube, ihr habt hier relativ schlechte Karten und mein Cube. Ach, mein Cube wird dann nicht vervielfältigt, sondern er entwickelt sich einfach weiter. Das ist gut. Das ist echt gut. Ja. Aber gleich nochmal. Weil. Dann kann ich ja im Laufe einer Entwicklung den Meat Boy hier zusammenbasteln. Sogar den besten Meat Boy. Einfach bloß damit, dass er sich hier weiterentwickelt. You made a super Meat Boy. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so schwer gewesen. Zack. Gleich nochmal. Ja, besseren Meat Boy. Ach, jetzt kriege ich den nächsten Meat Cube. Das ist toll. Ja, machen wir doch gleich weiter. Es ist zwar noch ein Piep, sehr, sehr unliebsam. Aber ich denke mal, es gibt Schlimmeres. Ja, zum Beispiel von so einem blöden Pieper getroffen zu werden. Ach ja, der ist doch vollkommen okay. Nein, oh, mistfähig. Das wirst du mir büßen. Das wirst du mir büßen, glaub mir. Du hast kein glückliches Leben vor dir. Renn mir bloß nach, es bringt dir viel. Ja, diese fliegenden Envy-Köpfe. Sie kommen in einer Vielzahl. Aber sie gehen ganz schnell auch wieder. Ja, fliegt mal da rein und dann seid ihr weg. Danke.
Ja, der Deal wird mir nichts Gutes verkaufen. Nee, echt nicht. Aber solange das Vieh da ist, kann ich leider auch das Tor nicht neu öffnen. Gut, nee. Ganz ehrlich, will ich nicht. Selbst wenn ich das Leben dazu hätte, nee. Raw Liver ist, glaube ich, ein HP ab. Du gibst mir ein Evil ab und Curse Immunity. Oh, das ist das. Das ist das Baby. So, dann nehme ich mir als nächstes den Schlüssel und dann würde ich sagen, gucken wir einfach auf der nächsten Ebene mal nach, ob wir da noch was Gutes. Obwohl, ich habe da jetzt so viele Bomben. Gucken wir einfach mal, ob wir noch an etwas Geld rankommen. Speed up. Gucken wir doch auch gleich mal, was wir sonst noch so rerollen können. Warum habe ich jetzt dieses Messer? Das weiß ich auch gerade nicht. Aber das gefällt mir noch nicht ganz so. Aber wir kriegen ja noch ein bisschen Geld. Dann kann ich mir ja vielleicht doch noch dieses Flaming Mind holen. Turret so good. 5 Bombs. Was sind diese Nägel? Weiß ich nicht, was die gebracht haben. Ach, ich schieße jetzt Nägel. Okay. Cool. Das hat sich doch mal gelohnt. Danach kommen wir dummerweise in die Chest. Das bedeutet, es ist jetzt unsere letzte Gelegenheit, irgendwas Sinnvolles zu kaufen. Vampire Bed. Du hast Charm of the Vampire. Der Pyjama, you feel cozy. Ach so, stimmt, das heilt uns ja. Also, es gibt uns ein paar Spirit Hearts. Das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so gut. Gucken wir mal, was ihr sonst noch so für mich habt. Ah. Jetzt nicht das Beste. Zack. Achso, nee, stimmt, den Shop gibt's ja trotzdem weiterhin. Nur das andere gibt's nicht mehr. Das gefällt mir aber alles nicht so. Oh ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Equipment, das ich wollte. Ah, das gefällt mir doch schon viel, viel besser. Weil jetzt. Na, wir sind noch nicht ganz bei dem Equipment. Ein Item fehlt noch, das ich gerne hätte. Aber wir sind fast dort. Obwohl, statt dem Item haben wir ja unseren Meat Boy. Also kann ich nicht sagen, ob wir gerade bei einem besseren oder einem schlechteren Stand sind. Aber auf je. Also ich bin mir sicher, wir sind auf einem guten Stand. So, jetzt reicht's für vielfältige nochmal. Miti, rette mich. So, komm. Ist auch hin. Bin echt froh, dass ich diesen Meat Boy dabei habe. Irgendwas hat mich jetzt noch getroffen. Das ist böse. Mich anzugreifen ist ja eh die größte Sünde, die man begehen kann. Bin ja hier Lilith. Die Wollust. Oder zumindest die Verkörperung der Wollust. So. Schön alles einsammeln. Wir wollen ja auch alles mitnehmen. Möglichst gut. Ja, noch eine Vervielfältigung. Warum nicht? Das Viech, das könnte in der Tat nervig werden, wenn es nicht. Okay, jetzt hat es einen Fehler gemacht. Mit dem Fehler muss es echt aufpassen. Also hier seinen Hintern rauszustrecken, ist eine dumme Idee. Vor allen Dingen, da ich hier überall mich wieder voll aufladen kann und meine Armee erweitern. So, Bomben haben wir ja auch ohne Ende. Das heißt, wir können uns eigentlich jedes Item raussuchen, das wir haben wollen. Das Mams Herz. Okay, mit Mams Herz habe ich nicht gerechnet, dass wir das als Gegner kriegen. Ist aber auch nicht so wild, wie man sieht. Nee, das Messer will ich eigentlich nicht. Und das Ouija-Board auch nicht. Naja, behalte ich lieber meine Herzen. Ist sinnvoller. So.
Eine stählerne Pille, was bringst du denn? Pill-Mimic. Nee. Ja, verdammt, jetzt habe ich das Ding gekauft, das wollte ich eigentlich gar nicht. Warum mache ich das überhaupt? Ich kann es doch auch einfach sprengen, ich gehe hier Fehler ohne Ende. Quicker Charge, okay. Jetzt habe ich alle Items, die ich haben wollte, aber das hier nehme ich auch noch gerne frei Haus mit. Einen Schlüssel habe ich sogar noch. Passt. Auf in die Chest, würde ich mal sagen. Nee, stimmt, wir haben ja hier noch eins, haben wir ja noch vorher. Oh, sogar noch eine Big Beautiful Fly und Speed und Shot Speed Up. Für meine tollen Nägel. Mal gucken, vielleicht kriegen wir hier sogar noch ein paar Spirit Hearts raus. Ja. Also es kann bald nicht mehr besser laufen. Mal gucken, hier haben wir sogar noch HP ab. Oh, das Item wäre sogar ganz gut, wenn ich es jetzt schon kaufen könnte. Kommen wir denn mit unseren Bips vielleicht an was Passendes ran? Nee, nur an zwei Münzen. Schade. Das wäre nämlich schon super gewesen, weil es hätte ja wieder Spinnen gespawnt für Gegner, die wir besiegen. Apropos Spinnen, da haben wir ja gleich einen Haufen davon. Nee, verdammt, die haben mich getroffen. Beschütz mich, Meat Boy. Meaty, mach deinen Job. Ja, der Meat Boy ist schon klasse. Er ist nicht umsonst ein super Meat Boy. Brimstone Geister. Böse. Böses ist der Busch. Ja. Gleich nochmal und gleich nochmal. Leute. Hab ich eine fette Protection oder habe ich eine fette Protection? Ich glaube, ich habe so einen ganz kleinen Fat Protector. Und vor allen Dingen, Gegner, die mich angreifen, rennen rein. Das bedeutet, ich bin hier protected ohnegleichen. Also nur so Gegner, die mich wirklich anchargen, haben jetzt noch eine Chance gegen... Also mit viel Leben, die mich anchargen, haben eine Chance gegen mich. Achso, ich könnte das nochmal machen. Ach, moin, The Fallen. Stimmt, Brimstone hat auch noch eine Chance. Ganz vergessen. Der auch noch Gegner, die hier mit Brimstone schmeißen. Sowas hat keine Chance. Überhaupt gar keine. Ich habe drei Super Meat Boys. Ist auch überhaupt nicht übertrieben oder so. Der eine, der hält sich hier wacker. Ich wäre jetzt einfach auf Kollisionskurs gerannt. So, verkauf's. Aus irgendeinem Grund ist mein Familia weg. Wenn ich das jetzt... Ah! Wenn ich sie vervielfältige, sind sie wieder da. Das ist gut. Keine Ahnung, warum die eben weg waren. Warum mir die am Anfang des Raumes genommen wurden. War wahrscheinlich ein Bug. Vielleicht sollten die auch beim letzten Mal gar nicht weg sein. So, nehmen wir erstmal das. Dann nehmen wir hier die Raw Liver. Magic Scab. Double Shot Speed, finde ich gut. Und dann noch ein HP ab, würde ich sagen. Für den Schlüssel reicht es leider nicht mehr. Hier haben wir alles genommen, ja. Gut, nächste Ebene wird's ernst. Wird's richtig ernst. Ihr habt nicht so vielleicht noch ein paar Herzen für mich, oder? Oder hier so eine Karte, die mir Schlüssel gibt. Die wäre auch cool. Ne. So. Ah, kein Toilettenpapier mehr. So, von hier an gibt's leider keine Itemräume mehr, sondern nur noch... Hier den Shop. Da gucken wir auch gleich mal, ob wir noch ein bisschen Geld bekommen. Alle Spinnen sind auf unserer Seite, aber ein HP ab ist drin. Ach Leute, ihr habt doch eh keine Chance.
Warum ich so versessen auf HP-Ups bin, fragt ihr euch vielleicht. Hat einen ganz logischen Grund. Jedes HP-Up, das wir bekommen, ist für unser Vervielfältigen gut. Weil wir vervielfältigen ja, also wir können ja auch einmal vervielfältigen, wenn wir Schaden nehmen. Und da sind rote Herzen, die wir auch heilen können, dank Vampire's Charm, natürlich richtig klasse. Na komm, mach. Und da wir hier auch eine unbesiegbare Spinnenarmee haben. Also wir haben insgesamt Armeen ohne Ende. So, gleich nochmal vervielfältigen. Oh, das hätte mich fast getroffen. Ach, da bist du. Ich dachte schon, der gehört zu uns. So, gleich nochmal vervielfältigen. Aber für Gegner sieht es echt nicht ganz rosig aus, muss ich echt sagen. Wir haben hier so ein kleines Problem bei uns. Ein ganz, ganz kleines. Ach, der lebt noch. Das sind so Gegner, die... Die verliert man völlig aus den Augen. Peace for Change brauchen wir nicht. Companionship, das nehmen wir mal. So, alle Bomben mitnehmen. HP abnehmen. Zwei Spirit Hearts nehme ich doch auch gerne. Den einen Schlüssel, ich nehme ihn. Mag sein, dass mich jetzt was kostet, aber ich glaube, es hat sich allein schon deswegen gelohnt. Es ist ein neues Item. Ich meine, ja, besser als nichts, oder? Speed down our Rage's Building. Das ist gut, damit können wir unverwundbar werden. Und so viel Speed brauchen wir dank unserer Vervielfältigung ja nicht. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Gut, dann nehme ich noch ein HP ab. Komm, nehme ich noch einen Schlüssel. So. Ich glaube, wir sind bereit für Greed. So ein kleines bisschen sind wir bereit. Ein ganz kleines bisschen. Bereit für meine Armee der Finsternis, Monstro? Scheinbar nicht. Bereit für meine Armee der Finsternis, Greed? Ich weiß es nicht, ob du es bist. Oh ja, jetzt habe ich Rage's Building. Zack, 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 zack. Einfach mal alles umnieten. Ja, hier können wir uns natürlich nicht so oft vervielfältigen wie in den vorigen Kämpfen. Weil natürlich nicht ständig eine neue Runde beginnt und wir damit eine Vervielfältigung bekämen. Aber das beginnt, sobald wir Schaden nehmen. Und da wir immer die 200% Fliegen erschaffen, wenn wir Gegner besiegen, erschafft er sich mit jedem Greedkopf, den er macht, sein eigenes Grab. Theoretisch wäre es sogar ganz gut, wenn er mich mal treffen würde. Damit wir einen Meat Boy erschaffen. Ich dachte echt, er hätte mich erwischt. Aber den Kampf... Er hat kein... Oh, ich kann schon wieder. Ah, da hat mein Ding doch was gespawnt. Oh. Jetzt kann er Herzen regenerieren. Soll er machen. Ich möchte irgendwie, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Aber er hat den Kampf verloren. Moment, ich renne ihn hier rein. So, ich will noch mehr. Ich tank dich. Ich tank dich. Mehr, ich will mehr. Box of Friends. Ja, die haben wir echt. Kann ich dich sprengen? Krieg ich dann Gold raus? Nee. Ich will da Gold rauskriegen. Doch, ich glaube, man kann Gold rauskriegen. Ich will Geld haben. Oder wartet mal, kann ich die Greeds hier sprengen? Ja. Aus denen kommt vielleicht ein bisschen Gold. Ja! Das ist alles Gold, das ich hier der Gier spenden kann. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Aber ich meine, was wir gespendet haben, haben wir gespendet. So.
Ja, das ist ja hier das gleiche, wie er zu Greed wurde. Box of Friends has appeared in the basement. Lucky Pennies have appeared in the basement. Sehr schön. Da sieht man, mit was mir noch der Hard Mode. Was? Ich war mit dir durch. Auch im Boss Rush. Egal, muss ich das nochmal nachholen irgendwann. Ja, mit zwei Leuten haben wir jetzt den Greed Mode schon auf hart geschafft. Naja, der Greed Mode ist immer hart. Aber mit. Wollt ihr mich verarschen? Mit Assessio war der erste, mit dem ich alles auf hart hatte. Und die wollen mir sagen, ich hätte Isaac noch nicht auf hart besiegt. Das ist doch Isaac, ne? Ja, das ist Isaac. Ne. Leute, lasst mir jetzt Kommentare. Und das Negativ habe ich mit ihm angeblich, glaube ich, gar nicht besiegt. Oder? Ne, das Negativ habe ich angeblich hier mit einem ganzen Haufen gar nicht besiegt. Also, das mit dem Übertragen hat nicht so gut geklappt. Gut, Leute, lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.